Und da bin ich wieder, liebe YouTube-Freunde. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Bremsanlage hier an meinem Flat-Tracker. Ich zeige euch in dem Video, wie ich diese GSX-R57-Bremse, die ich auf der Vetterama gekauft habe, dazu gibt es ja auch ein Video, wie ich die an mein Motorrad anbaue. Dann lasst uns direkt mal loslegen. Also in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie ich den Bremssattel modifiziert habe, dass er hinten an meine Schwinge und an das Rad dran passt. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt hier diese Abstützung bauen. Dazu nehme ich mir ein Stück Rundmaterial, mache an beiden Seiten eine Bohrung rein mit einem Gewinde und über die Gelenkköpfe stütze ich dann den ganzen Bremssattel an der Schwinge ab. Die Abstützung ist jetzt fertig, nur die Originalabstützung war unten an der Schwinge dran. Das heißt, ich muss jetzt hier oben noch eine Halterung anbauen. Die Idee ist jetzt, die untere Halterung einfach abzuschneiden und oben dran zu schweißen. Mal sehen, ob das so einfach klappt, weil ich glaube, der Gelenkkopf ist ein bisschen breiter. Aber erstmal jetzt die Schwinge ausbauen und dann sehen wir weiter. Wie bereits vermutet, ist der Gelenkkopf etwas zu breit und passt nicht hier in diese originale Lasche. Ist aber nicht schlimm, ich mache hier einfach aus dem Blech mir eine eigene. Thank you.
Ihr habt es gesehen, ich habe gerade die Lasche an die Schwinge geschweißt. Ich teste hier mal die Bremse mit der Abstützung mit Druckluft. Das funktioniert alles sehr gut. Und als nächstes kommt jetzt vorne die Bremspumpe, die montiert wird, damit das ein System wird und ich am Ende dann auch den Fußhebel betätigen kann und hinten das Rad anfängt zu blockieren. Die Bremspumpe selbst werde ich hier vorne an diesem Querrohr im Rahmen befestigen, weil der Winkel hier ideal ist für den Bremshebel, also die Wegeführung unten der Kräfte, das passt einfach sehr gut dahin. Das soll hier so da rein, da, und dann stört das Ding da vorne, deswegen wird jetzt erstmal hier das komplett weggeputzelt. Der Flex wird das weggeschnitten. Und los geht's. Hier nochmal als kleine Info, ich werde oft gefragt, wie ich das mit dem TÜV mache. Das hier ist ein Rennmotorrad, das braucht kein TÜV, deswegen kann ich mir ja hier alles erlauben, was ich möchte. Der TÜV würde hier nämlich bei vielen Sachen komplett durchdrehen. Ich habe hier das Ding verlängert, gerade einen Sechsrand genommen, im 8er Gewinde reingeschnitten, zwei Muttern zum Kontern. Und jetzt kann ich das auch in der Länge einstellen, wenn ich nachher Probleme habe mit dem Bremshebel oder so. Und hier am Ende noch einen Gelenkkopf dran gemacht. Das ist jetzt alles natürlich nur jetzt ein bisschen provisorisch, aber ungefähr so kommt es dann hier am Ende hin. Und dann soll das so bremsen. Und tschüss, da ist er wieder. Und deswegen muss man das immer sichern. Kein gutes Beispiel bin ich. Oder man lässt es ein bisschen schneller laufen. So, jetzt muss jetzt nur noch hier das so rausgebohrt, so rausgesägt werden und dann kann es an den Rahmen dran und dann müsste es eigentlich schon fertig sein. Und der Rahmen hat hier einen Durchmesser von 35 ungefähr. 35, 36. Das heißt, da muss jetzt irgendwie hier auch so ein 35, 36er Loch hier, so ein halbes Loch, so irgendwie sowas. Sieht man das überhaupt? Hier, da so ein Ding muss da irgendwie rein. Nachdem ich das jetzt angeschweißt habe, teste ich mal, ob das Ganze funktioniert. Ich habe hier einen alten Bremsschlauch noch gefunden. Ich glaube, der ist von einem Suzuki Burgmann oder sowas. Wenn ich das Motorrad natürlich final am Ende baue, wird da eine Stahlflexleitung eingebaut. Das sieht einfach schicker aus und der alte Schlauch kann natürlich irgendwo auch porös sein. Das Ganze entlüfte ich jetzt. Ich habe eine kleine Vakuumpumpe da mir mal irgendwann gekauft.
Und da kann man schön oben in das Reservoir das, die Bremsflüssigkeit reinfüllen und das Ganze schön durchsaugen. Am Ende noch ein, zweimal manuell entlüften und dann ist das Ding super gut, perfekt entlüftet und funktioniert auch einwandfrei. Wie ihr hier sehen könnt. Jetzt wieder die alte Kassette. Falls euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren. Ihr könnt euch auch gerne die Videos angucken, die bereits hochgeladen sind zur XT500 oder zur SR500, die ich umgebaut habe. Oder wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht. Also, bis zum nächsten Video. Bis bald. Subscribe und bla bla bla, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.